Das fast schon gewohnte Bild in der Fankurve des BVB, schwarz-gelb jubelt. Auch im ersten Spiel in der Rückrunde war Borussia Dortmund unschlagbar. Lobeshymnen in der Presse und vorzeitige Gratulationen der Konkurrenz wurden am freien Sonntag in Dortmund allerdings nicht thematisiert. Der BVB hatte in Leverkusen mit dem 3:1-Sieg vorgelegt und die Konkurrenz verschlief danach die angekündigte Aufholjagd. Nach dem 18. Spieltag hat der Tabellenführer 12 Punkte Vorsprung auf Hannover, dahinter Mainz, Leverkusen, Bayern. Die Stärke der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ist beeindruckend, auch für ehemalige BVB-Meistertrainer. Von der Wahrscheinlichkeit her kann man davon ausgehen, dass Dortmund es schafft. Außer wenn Dortmund viele Fehler macht, dann haben auch Leverkusen oder Bayern München noch eine Chance. Die Liga fragt nicht mehr, ob Dortmund Meister wird, sondern wann. In Dortmund will man davon allerdings nichts wissen. Doppeltorschütze Kevin Großkreuz gab nach dem Sieg allerdings zu, schon mal davon geträumt zu haben, im Mai die Schale in die Höhe halten zu dürfen. Für Leverkusen blieb gegen Dortmund nur der Ehrentreffer durch Kießling. Michael Ballack verfolgte das gesamte Spiel von der Bank aus. Jupp Heynckes verzichtete auf einen Einsatz des 34-Jährigen. Bei Bayern München schwindet die Hoffnung auf eine rasante Aufholjagd nach dem enttäuschenden 1:1 in Wolfsburg. Ausgerechnet Bastian Schweinsteiger, der in der Winterpause eine Siegesserie angekündigt hatte, patzte in der 86. Minute beim Ausgleich durch Sascha Ritter. Zuvor hatte Thomas Müller die Bayern eher glücklich in Führung gebracht. Zur Katerstimmung beitragen wird auch die Verletzung von Franck Ribéry. Der Franzose musste nach einer Attacke von Josué verletzt vom Platz. Am Sonntag gab es aber bereits Entwarnung. Ribéry muss mit einer Kapselzerrung im linken Knie nur kurz pausieren. Ende der Woche soll er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, in zwei Wochen wieder spielen. Den einzigen Lichtblick gab es bei den Bayern im Tor. Thomas Kraft rechtfertigte mit seiner Leistung den Torhüterwechsel von Louis van Gaal auf Anhieb. Die neue Nummer 1 gefiel mit guter Spieleröffnung und tollen Paraden. Zur Krönung hielt er einen Elfmeter von Grafit. Und so widerlegte Kraft die Kritik an seinem Einsatz, so wie sie von Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann geäußert wurde. Ja, das ist toll für den Jungen, dass er einen Trainer hat wie Louis van Gaal, der ihm das Vertrauen gibt, der auch zeigt, hier, ich habe einen Torwart, der gut ist, unabhängig davon, ob Bayern München jetzt nächste Saison einen Torwart verpflichten will oder nicht. Andererseits finde ich das ungewöhnlich, dass man einen guten Mann wie Jörg Butt, der natürlich auch abseits von seinem Können, was man nie so sieht, eine wichtige Rolle als Organisator hinten spielt, dass man den einfach dann rauslässt. Die nächste Chance sein Können unter Beweis zu stellen, hat Thomas Kraft am Samstag gegen Kaiserslautern. Hannover 96 hat am 18. Spieltag überraschend den zweiten Tabellenplatz erstürmt. Die Niedersachsen profitierten von den Niederlagen der Konkurrenz, gewannen selbst souverän 3:0 bei Eintracht Frankfurt und haben nun stolze 34 Punkte auf dem Konto. Abdellaoui brachte die Gäste in der 15. Minute nach einem Konter in Führung. 6 Minuten später erhöhte Schulz per Kopfball nach einer Ecke auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Goalgetter Jaco Nan. Verwirrung hatte es vor dem Spiel um 96-Trainer Mirko Slomka gegeben, der angeblich seinen Vertrag auflösen will. Hannover dagegen will den Erfolgscoach halten und nicht aus dessen Vertrag herauslassen, der zum Saisonende ausläuft. 96-Präsident Kinn stellte vor der Begegnung klar, dass Verträge in guten wie in schlechten Zeiten erfüllt werden. Angeblich soll der VfL Wolfsburg an Slomka interessiert sein. Hannover dagegen will nächste Woche mit Slomka über eine Vertragsverlängerung verhandeln. Real Madrid will Ruud van Nistelrooy aus Hamburg zurückholen. Beim niederländischen Stürmerstar liegt eine Anfrage des spanischen Rekordmeisters vor, welche er offenbar gerne annehmen würde. HSV-Trainer Armin Fee hat das Interesse von Real Madrid bestätigt, ergänzt allerdings, dass dem HSV offiziell noch kein Angebot gemacht wurde. Für die Hanseaten erzielte van Nistelrooy bei der Begegnung gegen Schalke das 1:0 und brachte den HSV so wieder auf Europapokalkurs. Borussia Mönchengladbach ist mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet und schöpft Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Mit einem 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg und dem ersten Sieg seit Anfang November ist Gladbach ein erster Schritt aus der Krise gelungen. Trainer Michael Fronzek freute sich insbesondere über die Leistung seiner Abwehr, die nach 47 Gegentreffern in der Hinrunde dieses Mal 0 spielte. Thomas Müller wurde für den Laureus Award nominiert. Der Nationalstürmer freut sich über die Nominierung in der Kategorie Durchbruch des Jahres. Es ist auf jeden Fall eine Ehre, mit dem Namen Laureus Sports Award in Verbindung gebracht zu werden. Es ist eine Bestätigung für mein tolles Jahr, das ich hatte. Der Laureus World Sport Award wird am 7. Februar in Abu Dhabi verliehen. Dzeko feiert Einstand. Der 34-Millionen-Euro-Transfer vom VfL Wolfsburg durfte bei seinem Debüt für Manchester City einen 4:3-Sieg gegen Wolverhampton feiern. Erst in dieser Woche wurde die neue Nummer 10 in Manchester vorgestellt. Am Samstag stand er bereits in der Startelf. Ein Treffer gelang dem bosnischen Stürmer zwar noch nicht, Trainer Mancini war mit der Leistung aber dennoch zufrieden.